Nach 9 Jahren endet für Andi Trübenbach im Sommer das Kapitel ZFC Meuselwitz. Der 32-Jährige wechselt zum Thüringer Liga-Konkurrenten Rot-Weiß Erfurt. Die Partie in Zwickau an diesem Freitagabend ist sein 238. Pflichtspiel für den ZFC. Zwickaus Trainer Rico Schmidt mit leichtem Lächeln vor dem Spiel. Der nächste Heimsieg sollte her nach dem Auswärtserfolg bei Altglienicke. Zwickau drehte am vergangenen Sonntag das Spiel spät, gewann mit 3:2. Und es war ein munterer Auftakt in die Partie. Die Gastgeber über Dobruna und Jan Herrmann. Der Schlenzer geht knapp vorbei. Das Ganze nach 13 Minuten. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Es gab gute Ansätze auf beiden Seiten. Lukas Albert, letzte Woche mit einem Wechselbad. Er machte den 1:1-Ausgleich gegen Altglienicke, schoss kurz danach ein Eigentor. Die Mannschaft erkämpfte sich die 3 Punkte noch. Albert mit dem nächsten Abschluss aus der Distanz. Die 3 Punkte sollten natürlich auch heute her. Zwickau arbeitete dran. Der nächste Versuch, der knapp vorbeiging. Auch die Gäste aus Meuselwitz mit gefährlichen Szenen. Ecke Miatke, 29. Minute auf Andi Trübenbach. Den scheidenden Stürmer in der Mitte, bester Meuselwitzer Torjäger mit 8 Treffern. Nicht nur in der Regionalliga ist er gut drauf. Er hat unter der Woche auch die neu gegründete Baller League mit dem Team Streets United von Lukas Podolski gewonnen. Und vor der Pause nochmal Meuselwitz. René Eckert nicht vom Ball zu trennen. Und Luis Fischer legt ihn drüber. Georg-Martin Leopold merkte, da geht durchaus was für Meuselwitz. 0:0 der Pausenstand in einer keineswegs langweiligen Paarung. Kulisse war stimmungsvoll, knapp 5000 Zuschauer dabei. Das Hinspiel im vergangenen Jahr fand noch unter gänzlich anderen Voraussetzungen statt. Zwickau mit nur 8 Punkten am 12. Spieltag tief drin im Tabellenkeller. Meuselwitz gewann mit 1:0. So ändert sich der Trend. Zwickau jetzt das drittbeste Rückrundenteam. Und Martens spaziert da einmal durch und macht das 1:0. 54. Minute. Theo Martens. Georg-Martin Leopold, Meuselwitz Trainer, muss das erstmal verdauen. Lukas Albert mit der Vorlage und dann darf er da an allen vorbei marschieren. Lässt Lukas Settler keine Chance. Es ist sein 3. Saisontreffer. Meuselwitz nicht geschockt vom Gegentor. Im Gegenteil, sie spielten weiter mutig auf. Spielunterbrechung und Schiedsrichterball. Den schnappt sich Luca Bürger ganz einfach und haut drauf. Benjamin Lehners fliegt. Lenkt den Ball zur Seite ab. 70 Minuten sind durch. Die Gäste, mittlerweile mit Christoph Pauling eingewechselt, hier am Ball im Doppelpass mit Pistol. Und dann nimmt er Tempo auf. Pauling auf Eckert. 1:1, der Ausgleich, der auch in Ordnung geht. Und René Eckert trifft und trifft einfach weiter. 7. Saisontreffer, so viele Ligatreffer sind ihm noch nie gelungen. Aber auch die Vorbereitung von Pauling stark, die Ballmitnahme, dieser brillante Pass in die Mitte zwischen Lehners und Senkbeil hindurch. Und René Eckert schiebt ihn rein. Und der ZFC, der wollte noch mehr. Andi Trübenbach im Zusammenspiel mit Fabian Reitel, wieder Trübenbach als Flankengeber auf Ulrich. Jetzt haben sie Alupech, die Meuselwitzer. Michael Ulrich nach 79 Minuten setzt den Ball an den Querbalken. Da fehlen nur Zentimeter. 4 Minuten später nochmal der ZFC. Der lange Abschlag von Lukas Sedlak. Wieder ist Andi Trübenbach mitbeteiligt. Jetzt als Flankengeber von rechts wieder auf Ulrich. Und wieder bekommt der Stürmer den Ball nicht rein. Michael Ulrich kann es selbst kaum glauben. Der Ball wieder am Aluminium, touchiert die Latte noch ganz leicht. Die letzte Aktion gehörte dann den Hausherren Zwickau über Luis Klein, der Siegtorschütze vom vergangenen Sonntag bei Altglienicke. Der Ball haarscharf am langen Pfosten vorbei. Es war am Ende ein unterhaltsames Unentschieden. Meuselwitz freut sich über diesen einen Punkt. Aber Kapitän und Torschütze René Eckert erklärt, warum sie nicht ganz zufrieden sind.
Da muss man schon sagen, hatten wir vielleicht auch ein bisschen die klareren Möglichkeiten, treffen zweimal Aluminium am Ende, haben dann noch den einen oder anderen Riesen, den wir nicht machen. Und deswegen ist der Punkt natürlich gut, Rückstand weggemacht, aber es war mehr drin und deswegen ist man nicht ganz zufrieden heute. Ich bin glücklich über den Punkt. Ja. Wir wollten gewinnen, natürlich zu Hause. Wir wollen ja jedes Spiel, jede Mannschaft will immer sein Spiel gewinnen, auch wir, der FSV Zwickau. Und mit dem 38. gigantischen Punkt für uns haben wir jetzt nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch die Klasse gehalten. Das oberste Saisonziel, der Klassenerhalt, ist sicher, aber es stehen hier noch 5 Spiele an. Und obendrauf das Sachsen-Pokal-Halbfinale gegen Dynamo Dresden.